Ja, moin moin und heidi ho ihr Lieben, willkommen zurück bei HWs 9 Augen. Wir sind jetzt hier beim Schaman und wir hatten ein Rezept bekommen und Junkfood. Und dann wollen wir uns doch mal darum kümmern. Wir wollen uns nämlich langsam mal auf den Weg zum Wendigo machen. So, ist jetzt gerade ein bisschen blöd, weil, ihr kennt es von Edna, manchmal hat das mit der Aufnahme nicht so ganz geklappt. Lilly steckte das Junkfood heimlich in die Satteltasche. Es sollte eine Überraschung werden. So, jetzt rede ich nochmal mit dem Goldgräber. Howdy nochmal. Willst du mich wieder wegen meiner Mine löchern? Natürlich. Dann vergiss es. Ich verrate dir den Weg nicht. Vergiss es. Ich werde dir den Weg zu meiner Mine nicht verraten. Mano. Und solange du hier rumlungerst, werde ich auch nicht hinreiten. Na gut. Dann lungere ich woanders rum. Meine Mine ist gut versteckt. Eigentlich sollte ich mal wieder hinreiten. Gut. Aber erstmal das Rezept zum Quacksalber. Ah. Ein Rezept. Wunderbar. Dann wollen wir doch mal sehen. Hier. Die Bestellung habe ich erhalten. Hier. Und wo du gerade da bist, ich habe hier noch eine Lieferung für den Schamanen. Bring es ihm doch bitte vorbei. Ja, klar. Ja. Da war eine Dose im Paket. Lilly war gespannt. Enthaarungscreme. Na, super. Dann wollen wir doch mal die Enthaarungscreme zum Schamanen bringen. Oh, guck mal, der Typ ist weg. Ich hab das nicht bestellt. Da muss ein Irrtum vorliegen. Na gut, dann nicht. Ach ja, das Deo, das ist das Mittel gegen den Wendigo. Ozonex for Wendigo weg. Mit der extra Portion FCKW. Oh, schön, da ist FCKW drin. Das ist ja mal richtig gut für die Ozonschicht. So, gucken wir mal, vielleicht finden wir ja den Weg zur Mine. Die Geier kreisten über einem bestimmten Punkt am Horizont. Dort musste sich die Mine des Goldgräbers befinden. Wie praktisch. Danke, Junkfood. Es war so heiß, dass die Luft nach Ozon roch. Aber selbst hier hinten kamen die sommerlichen Gerüche nicht gegen den Gestank des Wendigos an. Du solltest lieber nicht in die Mine gehen. Warum nicht? Sie ist einsturzgefährdet. Die Hängebrücke ist wackelig und dunkel wie ein Büffelpopo. Wer weiß, was für Gefahren da lauern. Dem Geruch zufolge musste das dieser Wendigo sein. Der Schamane hatte recht behalten. Er stank wirklich bestialisch. Ich finde ja den Büffelpopo super. Dann reden wir doch mal mit dem Wendigo. Da ist ja unsere Dämonentöterin. Was? Da staunst du was? Ich weiß, was du meinen Brüdern angetan hast. Puh. Aber nicht mit mir. Ich bin immer auf der Hut. Und das solltest du auch sein. Siehst du die Mine da hinten? Ich weiß, warum ich mich von ihr fernhalte. Sie ist einsturzgefährdet. Die Hängebrücke ist wackelig. Und dunkel wie ein Büffelpopo. Wer weiß, was für Gefahren da lauern. Da bleibe ich lieber hier draußen, in der Sonne, wo es sicher ist. Und ich lasse mich durch nichts und niemand von hier fortbewegen. Das wollen wir nochmal sehen. Für meinen Standpunkt. Gefährliche Orte sind nichts für kleine Kinder. Da kannst du dich auf den Kopf stellen. Der Schamane
hat er recht behalten. Der Wendigo war wirklich ein sturer Zeitgenosse. Und er stank so sehr, dass der Gedanke an einen Büffelpopo jeglichen Schrecken verlor. Ja. Aber wir haben ja unser tolles Mittel gegen den Wendigo. Das wollen wir dann doch gleich mal benutzen. Bist du verrückt? Lass das! In diesen Spraydosen ist tonnenweise FCKW. Wenn das Zeug in die Atmosphäre gerät, haben wir ratzfatz ein Loch in der Ozonschicht. Bla bla. Du willst doch kein Loch in der Ozonschicht, oder? Nö, nö. Na siehst du. So. Es war so heiß. Dann sprühen wir doch mal den Himmel ein. Nach Ozon roch. Aber selbst hier hinten kamen die sommerlichen Gerüche nicht gegen den Gestank des Wendigos an. Lilly entschied, etwas dagegen zu unternehmen. Oha, der Himmel sieht seltsam aus. Da könnte ein Ozonloch auf uns zukommen. Das ist nicht gut. Wo ist meine Sonnencreme? Ah, da ist sie ja. Ja, ich creme mich auch immer ein, wenn ich Fell habe. Cremt ihr euch auch auf den Kopf ein? Also da, wo die Haare sind? Ich meine jetzt nicht diejenigen von euch, die vielleicht keine bis gar wenig Haare haben. Die müssen sich natürlich auch auf den Kopf vor Sonne schützen. Aber in der Regel macht man das mit einem Hut. Irgendwie. Egal, ich will auch was von der Sonnencreme. Hey, lass das. Ich brauche meine Sonnencreme. Wir könnten hier jeden Augenblick ein Ozonloch bekommen. Ich glaube... Ja, machen wir es mal so. Oh oh, es geht los. Schnell eincremen. Schöne Scheiße. Die Sonnenstrahlen hatten den Wendigo übel zugerichtet. Wäre er mal in die Höhle gegangen. War man hier nirgendwo sicher. Demnach war es unvermeidbar, sich an gefährlichen Orten aufzuhalten. Genau, denn es ist überall gefährlich. Man muss nur wissen, wie man mit der Gefahr umgeht, liebe Kinder. Wir sind bei Ednas Versteck angekommen. Yay! Oh. Du sollst dich nicht an gefährlichen Orten herumtreiben. Und da oben auch wieder schön die Anstalt. Wir kommen ihr immer näher. Lilly war endlich am Ziel ihrer Reise angelangt. Sie hatte tausend Gefahren getrotzt. Und schließlich stand sie nun hier, in Ednas Versteck. Die Sache hatte nur einen Haken. Edna war fort. Eine Uhu-Pfeife. Das bedeutete nichts Gutes. Ohne ihre Uhu-Pfeife ging Edna doch sonst nirgendwo hin. Eine Notiz. Lesen wir die mal. Vielleicht hat Edna uns was geschrieben. Edna hatte offenbar eine Nachricht hinterlassen. Hoffentlich ging es ihr gut. Lilly, Hilfe! Ich werde bei lebendigem Leibe von einem riesigen Tentakelwesen verspeist. Dun, 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 dun. Nur ein Spaß. Mir geht es gut. Ich habe gerade durch mein Fernrohr die Brücke am Fluss beobachtet. Dr. Marcells Schergen scheinen irgendetwas vorzuhaben. Ich schau mir das mal aus der Nähe an. Wenn ich nicht zurückkomme, musst du unbedingt Hilfe holen. Aber keine Sorge. Ich pass auf. Wo sind denn nur meine Pauke und meine Stroboskop-Taschenlampe? Verdammt. Naja, wir sehen uns ja dann. Tüdelü. Der Brief beruhigte Lilly ein wenig. Aber was, wenn Dr. Marcells Mannen ihre Freundin geschnappt hatten? Lilly musste zur Brücke und nach Edna suchen. Dort würde sie auch Garrett finden. Ich finde es ja interessant, dass Edna sogar ausgeschrieben hat. So, aber bevor wir uns auf den Weg zur Brücke machen, schauen wir doch erstmal durchs Fernrohr.
Ja, dann würde ich sagen, gehen wir da doch mal hin. Auf zur Brücke! Auf zur Brücke! Verdammte Dreckskarre! Ist das zu fassen? Endlich haben wir die Kleine gefunden und jetzt springt der Wagen nicht an. Soll ich vielleicht schieben? Der Wagen hätte schon seit Monaten zur Inspektion gemusst. Aber seit dem Unfall lässt der Doktor einfach alles schleifen. Eine Schande ist das. Also war es wahr. Die Wärter hatten Edna tatsächlich bereits gefunden. Warum unternahm Garrett nichts? Lily musste ihn irgendwie auf sich aufmerksam machen. Wie war das nochmal mit dem Kuckucksruf? Oder Uhu? Ey! Es war hoffnungslos. Lily würde Garrett niemals auf sich aufmerksam machen können, solange der Uhu ständig dazwischenfunkte. Dann wollen wir mal gucken, ob wir den Uhu nicht überreden können. Ah. Oh, süß. Oh, ist das niedlich. Interessante Unterhaltung. Endlich konnte Lily Garrett das vereinbarte Signal geben, ohne unterbrochen zu werden. Ich mag den Uhu, der ist mein neuer Freund. Endlich konnte Lily Garrett das vereinbarte Signal geben, ohne unterbrochen zu werden. Garrett schien Lillys Eulenruf gar nicht zu registrieren. Sie startete noch einen Versuch. Dieses Mal etwas lauter. Hast du das auch gehört? Ist doch jemand. Warte mal. Das haben wir gleich. Na, wen haben wir denn da? Das ist doch... Oh. Ah! Das Phantom! Was für ein Phantom! Wo kommt aber ein Phantom her? Was für ein Phantom! Na gut, vielleicht erfahren wir das noch, woher das Phantom kommt. Dass unvermittelt bizarre Phantome hinter ihr auftauchten, war sie gewohnt. Die Reaktion von Dr. Marcells Handlangern wunderte sie dann aber doch. Normalerweise ignorierten Erwachsene diese Gestalten. Na gut, dann... Oh, ein Schlüsselbund. Schau einer an. Den schnappen wir uns doch mal gleich. Juhu, wir haben einen Schlüsselbund. Und dann gehen wir zur Mauer. Oh, Garrett! Lily, so ein Glück. Ich dachte schon, sie hätten dich erwischt. Edna hatte leider nicht so viel Glück. Ich konnte beobachten, wie sie geschnappt und zur Anstalt gebracht wurde. Damit ist die Beweislage endgültig klar. Ich werde mich sofort mit der Einsatzleitung in Verbindung setzen. Am besten rührst du dich nicht von der Stelle, bis ich Verstärkung geholt habe. Das kann leider seine Zeit dauern. Und ich kann nicht garantieren, dass Edna noch am Leben ist, wenn der Befehl für den Einsatz endlich kommt. Mit etwas Glück foltert Dr. Marcel deine Freundin noch ein wenig, bevor er sie schließlich seziert oder was er auch sonst immer mit ihr vorhat. Das würde uns etwas Zeit verschaffen. Wahrscheinlich muss sie sich von einigen Zähnen oder Fingern verabschieden. Naja, sei es drum. Du wartest auf jeden Fall hier. Ich hol dich dann morgen oder spätestens übermorgen genau hier ab. Wobei übermorgen ja Feiertag ist. Naja, du wirst es ja sehen. Warte es einfach ab. Ja. Lily hätte sich wirklich gerne an Garretts Anweisungen gehalten. Aber nun, es gab triftige Gründe, das zu tun, was sie stattdessen tat. Genau. Auf zu Edna, wir müssen sie retten.
Und wir gehen dahin, wo Edna bricht aus angefangen hat, nämlich zur Anstalt. Da kennen wir uns ja schon aus. Etwas Freundliches ging von dem postviktorianischen Anstaltsgemäuer aus. Es war fast, als hätte der Architekt versucht, das Wort Willkommen mit Mauersteinen und Stacheldraht auszuformulieren. Diese unausgesprochene Einladung fand ihren Höhepunkt in einer fast zugewachsenen Hintertür. Und Lilly hatte vor, sie dankend anzunehmen. So, dann wollen wir doch die Tür mal öffnen. Die Tür war fest verschlossen. Wie gut, dass wir einen Schlüssel haben. Das Maximum ihrer Kombinationsgabe ausschöpfend versuchte Lilly die Hintertür mit dem Schlüssel zu öffnen. Doch gerade als sie sich dem Hindernis näherte, vernahm sie ein vertrautes Keckern. Oh nein, nicht dieser doofe Hamster! So ein Arschloch! Na, so ein Hallodri! Der diebische Hamster hatte Lilly erneut ein Schnippchen geschlagen. Trotzdem war Lilly weit davon entfernt, blutrünstige Rachepläne zu hegen. Lilly schon, Mathilde nicht. Oh, guck mal, ein Uhu. Gehört so ein Hamster nicht in das Beuteschema eines Uhus? Und wir sind doch jetzt beste Kumpels. Lilly freute sich. Es passierte viel zu selten, dass sich Freunde von ihr auch untereinander gut verstanden. Was natürlich auch daran lag, dass sie kaum Freunde hatte. Viel wichtiger war jedoch, dass der Anstaltsschlüssel nicht länger außer Reichweite war. Er war in einen der dunklen Büsche gefallen. Gut, egal. Den durchsuchen wir gleich. In die Anstalt gehen wir nächste Folge. Ich hoffe, ihr hattet bis hierhin euren Spaß. Ich durchsuche jetzt gleich noch den Busch. Und dann bis zum nächsten Mal. Ciao. Der Schlüssel war in den Busch gefallen. Zwischen den Zweigen war es sehr dunkel. Aber Lilly hatte keine Angst. Es war immerhin nur ein Busch. Bis dann. Ja. Warum war das Kind auch immer so unvorsichtig?